Der letzte Rest vom Schützenfest weiter mit Level 7-4. Etwas sagt mir, dass es noch nicht vorbei ist. Die paar Level, die wir noch haben vielleicht, Sonic? Könnte sein. Na gut, dann nehmen wir heute nochmal Silber. Kommen alle doppelt und dreifach vor, aber was will man machen? Lass uns irgendein Item mal verdoppeln. Wie wär's mit, ja, drei Würfel statt nur einem? Werden wir ganz vorne hängen? Ja. Packen wir's an! Packen wir's an! Shadow, der gute alte Möbelpacker. Bitte sag, dass wir genügend Energie haben. Die Fahrer haben gute Arbeit geleistet. Alles funktioniert perfekt. Wir haben's geschafft. Der Motor läuft. Oh, nein, nein, nein. Wir brauchen mehr. Na gut. Hey, Sonic! Lass mich raten. Du willst ein weiteres Rennen abhalten. Was? Fährst du nicht gerne? Oh, ganz im Gegenteil. Los geht's! Er fordert seinen Schwachpunkt heraus. Eigentlich müssten die ja dahinter kommen, dass Eggman das nicht nur, um Zeit zu gewinnen, verzögern möchte, sondern halt, naja, eventuell den Motor in Gang bringen will. Ob das am Ende noch relevant wird, vielleicht fährt im absoluten Finale Eggman mit dem Mega-Mega-Motor und verliert trotzdem. Eggman schindet Zeit, aber Sonic gefällt es wohl. Das Rennen geht los. Ja. Alles klar. Casino und wieder jede Menge Eggpongs, damit... Ich sehe gerade, dass Metal Sonic und Zephyr im Team sind. War das nicht das letzte Mal anders? Hatten die nicht jeweils ihre eigenen Teams? So, da habe ich meine drei. Ah, der ist sonst wohin geflogen. Ich habe den nach vorne geworfen, das ist der Punkt. Sah vielleicht gar nicht so aus. Ist aber so. Und, was ist mit Metal Sonic und Zephyr? Ganz hinten hängen sie ab. Du hältst mich nicht auf. Was, einer ist ausgeschieden? Was war... Okay. Ich habe das links ganz kurz gesehen, dass einer durchgeixt wurde. Ein Eggporn. Hat für mich so ein leichtes F-Zero-Feeling gehabt, wo du die Mitfahrer einfach von der Strecke fegst, aber... Nope. Damit hatte das nichts zu tun. Ich freue mich wirklich sehr, dass einige von euch das Let's Play enjoyen. Ich enjoy das Spiel ja auch. Das merkt man eventuell dann halt auch. So, nimm die Kurve schnittig. Aber wenn denen wirklich nichts mehr einfällt, ey. Hat's hier in der letzten Welt immer denselben Quatsch rauszuhämmern. Dann ist es vielleicht besser, den Story-Modus alsbald mal geschafft zu haben. Die nächste Grenze nach diesem Level sind ja 45, ja, was eigentlich? Goldmedaillen? Sind es Medaillen? Nee. Sterne. Die Sterne waren's. Muss man differenzieren. Das ist halt schwer zu merken, wenn man sowieso alles bestmöglichst abräumt, ohne darauf zu achten, was braucht man wirklich. Und dann begab es sich, dass ich ganz viele Würfel ablege. Ja, ich habe ja... Also 45 brauchst du, um wirklich zum Finale zu kommen. Ich habe irgendwas mit 93, glaube ich. Also mehr als das Doppelte, was man braucht. Ich muss dazu sagen, ich fahre halt auf normal und nicht auf schwer oder so. Wäre es vielleicht kniffliger, aber es ist... Wie findet ihr das? Es ist quasi kaum eine Anstrengung oder große Notwendigkeit, jeden Level zu spielen und so. Vielleicht hätte man es, also ich finde, man hätte vielleicht ein bisschen mehr verlangen sollen, vielleicht, weiß auch nicht, 60? Achso, ist ja Blaze. Ich will die abschießen. Ich Idiot. Vielleicht 60 Sterne oder so. Dass wenn man nicht genug hatte, indem man einfach durchspeedet, ohne irgendwas schön zu lösen und während man auf alles scheißt, ja, dass du vielleicht den einen oder anderen Level zur Seite noch machen musst. Hat das gefruchtet mit den Würfeln? Ich glaube schon, irgendwas hat er abbekommen.
Und jetzt würfel nach hinten. Oh, da ist schon wieder so ein Spacken. Und jetzt ist das Team von den Dicken. Ja, Metal Sonic ist schwer, auch wenn er nicht dick ist. Immerhin auf dem zweiten Platz in der Rechnung. Das ist cool. Passt, wackelt und hat Luft. Ja, also wie findet ihr das? Man kann durchspeeden, wenn man vielleicht nur die Story erfahren will. Eine Möglichkeit, würde ich sagen. Blaze hat ein bisschen die Ehre ankratzen lassen, aber... Was soll's? Fehler sind menschlich. Auch wenn es ein CPU war, Fehler sind menschlich. So. Sogar ohne meinen ersten Platz wäre es Gleichstand gewesen. Ja, prima. Damit noch mehr Story. Ihr drei seid fürchterlich. Wofür bezahle ich euch überhaupt? Ich werde nicht bezahlt. Nicht bei deinem Fahrstil. Echt mal. Ich frage mich sowieso, warum Xerox sich wieder unterwirft. So. Das ist ja spannend. Sehr interessant. Aber für da hoch brauchst du 100 Sterne. Und da sind wir schon wieder sehr knapp dabei. Ich will auch da oben lang gehen. Wisst ihr was? Wir machen erstmal 7,5. Aber bevor wir dann zum Finale gehen, geht's hier hoch. Weitere Story. Am Ende muss man immer alles selber machen. Wisst ihr warum? Sonst habe ich nicht die Sterne, um mit 100 da hochzukommen. Ich weiß nicht, was da oben so besonders und interessant sein kann, aber ich gebe halt mein Bestes. Was? Das ist dein Bestes? Ist ja schwach. Ja, da habt ihr wohl recht. An den Start. Ich weiß nicht, wen wir schon hatten und wen auch nicht, ne? Also wir hatten ja alle schon mal, aber... So, Eggman fährt. Lass mich raten. Wir haben noch nicht genug Energie. Deshalb versagst du immer. Dir fehlt einfach die Geduld, auf Perfektion zu warten. Es ist gleich soweit. Ein weiteres Rennen sollte genügen. Ein weiteres Rennen, ja? Genug der Spielchen, Doktor. Rück Dodon Paar heraus. Oder wir kommen rein und holen ihn uns. Ein Rennen noch. Bei diesem geht es um alles. Das ist das dritte Rennen, bei dem es um alles geht. Stimmt, aber diesmal tretet ihr gegen mich an. Shadows Stimme, ne? Wenn du Dodon Paar hörst und dann Shadow, vielleicht war das wirklich echt eine große Herausforderung für den Sprecher, dass du sprichst Zevok, du sprichst Dodon Paar und dann Shadow, dass du halt irgendwann durcheinander kommst. Vielleicht war es eine Rolle zu viel, weil ich finde Zevok und Dodon Paar macht er sehr gut. Stelle dich Team Eggman und fege seine Eggporn-Truppen weg. Ich fürchte, das ist nicht das Ende. Das Rennen geht los. Fast. Oh, die Musik ist... Sonic Adventure 1. Voll verschlafen gerade. Das ist nochmal eine komplett neue Strecke. Bin mir da ein bisschen unsicher. Ich entschuldige mich in aller Ausführlichkeit noch nochmal dafür, dass ich im einen Part, war es der vorletzte vor diesem... Tatsächlich werden die Roboter... Oh mein Gott, Sonic Adventure. Im Egg Carrier, fragt mich nicht, wie das Level genau hieß. Da wo Gamma auch anfängt, die Puppen zu zerschießen, ne? Sonics letztes Level in der Sonic Story. Geil. Nein, ich habe Final Fortress von Sonic Heroes nicht erkannt. Also ich wusste das ja noch, dass ich das kenne und dass es ein langer, ich sag mal, anstrengender Level war, aber ich wusste nicht, an was ich denken soll. Naja, ist ja nicht so, als wären die meisten Level hier bei Team Sonic Racing an Sonic Heroes angelehnt. Braucht jemand Hilfe? Aber trotzdem kam ich nicht drauf. Ihr habt es mir dann in die Kommis geschrieben, ich denke mir so, ja, na klar, ey. Ich bin die Letzte, die besiegt. Diese
wütenden letzten Roboter, die da besiegen muss. Gerade mit Team Dark, das nahm ja überhaupt kein Ende. Ja, aber hier ist jetzt Sonic Adventure angesagt. Cool. Das muss die letzte Strecke sein. Ich bin gespannt, wenn sich das bald äußert mit dem Grand Prix-Modus. Ich meine, es gibt ja irgendwie Strecken, die immer zusammenpassen. Es gibt scheinbar 4 Wüstenstrecken, 4 Eggman-Strecken, die sind sich, oder Blended Wisp-Strecken gibt es 4 Stück. Die passen ja alle irgendwie zusammen. Ein bisschen bunter und abwechslungsreicher hätte ich das schon begrüßt. Aber man will nicht meckern. Rein von den Gimmicks, dass hier jetzt so ein paar Robos über die Fläche gejagt werden. Da finde ich ja dann ganz cool. Komm, wir sind die ersten 3. Ja. Da bin ich aber echt gespannt, was die sich für das Finale ausdenken, du. Vor allem, ob das letzte Kapitel irgendwas ganz Krasses ist. Ich erinnere da an Diddy Kong Racing. Wenn ich an den Mega-Energiemotor denke, dann muss ich an Whispig denken. Whispig war der Endboss von Diddy Kong Racing und das war einfach so absurd. Generell waren die Bosse in Diddy Kong Racing verhältnismäßig schwer für so einen niedlichen kleinen Funracer. Aber ja, lass dich vom Äußeren nicht täuschen, ne? Wie so oft im Leben. Ja, und Whispig kennen bestimmt noch viele. Nicht mal der zweite Bosskampf, sondern der erste da in dem Gewitterregen und so. Das war so krass. Haben wir bisher aber nur einmal gezockt in der Let's Player-Laufbahn. Diddy Kong Racing. Da muss noch ein zweites Mal her. Am besten davon auch noch ein Remake. Bitte, danke. Gab es ja schon, ne? Es gab ja schon Diddy Kong Racing DS. Aber das wird dann eher ein bisschen versaut. Ach, dann bleiben wir beim N64 Original. Ich finde, die letzten Jahre haben sich viele nichts mehr getraut mit Funracern, weil egal wer es versucht hat, Mario Kart ist und blieb die Referenz. Da muss man Nintendo echt mal loben. Ein Genre, das sie wirklich zu 100% beherrschen. Und da sind mir wirklich viele, oh nein, die überholen uns. Die haben jetzt einen Turbo gezündet. Das geht so nicht. Scheiße. Oh. Danke, bin wieder im Rennen. Nein, wenn die zwei vor uns sind, dann wird das ja gar nichts. Das kurz vor Schluss, das war schlechter Zeitpunkt. Auch wenn es echt schön ist und so, aber auch Team Sonic Racing ist jetzt nicht wirklich eine ernste Mario Kart Konkurrenz. Oh, das war von uns. Oh, ich kam da unbeschadet durch. Ja, mit dem ersten Platz ist schon mal einiges geholt. Aber die anderen kacken ab. Ich werde versagt haben. Die haben den zweiten und dritten Platz. Das reicht nicht. Das reicht nicht, wa? Was? Gleichstand. 29 zu 29. Yeah. Was passiert jetzt? Gut gemacht. Okay, Gnadensieger. Das ist auch bei Mario Kart so. Wenn du im Grand Prix am Ende punktgleich bist, der menschliche Spieler gewinnt dann doch. Auch wenn es eigentlich unentschieden sein müsste. Das war die Sache besser wert. Ich habe da ganz schön alt ausgesehen. Oh, nicht traurig sein, Chef. Du siehst überall alt aus. So, Schlüssel nicht. Weniger als 3-mal in Schleudern geraten habe ich nicht geschafft. Tja. Und das hier ist einfach ein Showdown-Rennen. Gibt es hier kein Grand Prix? Ha, nicht, dass ich wollte, aber ich frage ja nur von Freund. Interessant. Wir machen aber hier weiter, ne? Damit wir die 100 Sterne vollkriegen und da oben nochmal gucken, was da los ist. Hier gibt's aber keine Story. Ja, so viel Zeit muss sein, ne? Wie hat Dodonpa gesagt, man
Muss ein bisschen geduldig sein für die Perfektion. Nichts kann mich aufhalten. Ach ja, Boost. Warum nicht? Dark Arsenal Showdown Rennen. Was haben die Londoner jetzt damit zu tun? Arsenal? Ja, ich bin. Na, das war schwach. Mal sehen, wie viel wir noch packen. Mich würde halt interessieren, ob da oben noch ein Grand Prix ist. Für die Suchtis. Das würde mir gar nicht so ins Gemüse passen. Aber andererseits passiert halt auch nichts anderes als Eggporn-Truppen. Naja. Also wie gesagt, es haben sich lange Jahre keine mehr so wirklich getraut, überhaupt Funracer zu machen, wo es eine Zeit gab, gerade zu Beginn des 3D-Zeitalters. Ne? Crash Bandicoot und was gab's nicht alles? Konami Racers, Lego Racers, natürlich Diddy Kong Racing, Sonic immer mit dabei. Ach Gott, so ziemlich jeder hat sich in ein Auto gesetzt und viele hier hielten das einfach für eine locker flockige Angelegenheit, mal eben Funracer zu machen. Ich habe ja auch gesagt, ne, Playtonic Games kennt ihr bestimmt noch. Die Macher von Yooka-Laylee, die ehemaligen Rare-Entwickler. Die haben ja gesagt, die würden gern noch ein Spiel machen, aber eventuell nicht. Braucht jemand ein Quiz? Aber eventuell nicht, na sag schon. Ein 3D-Jump'n'Run. Anderes Genre. Und ich dachte mir, ey Leute, ihr habt doch damals Diddy Kong Racing gemacht. Noch zugänglicher wäre es, noch zugänglicher als so ein 3D-Jump-Run, so ein Collectible wie Banjo-Kazooie, was halt Yooka-Laylee am Ende wurde, wäre halt ein Funracer, ne? Genauso wie Diddy Kong Racing halt mit neuen Charakteren, da waren ja einige, die wurden nie wieder benutzt, ne? I'm Timber! Piepsi! Und wie die alle hießen, klar, es gab Conker, Tip-Top und sowas. Die könnten ja vielleicht, ich weiß nicht, wie die Rechte da sind bei diesen Charakteren, aber die könnten genauso gut neue Charaktere machen. Denn man kann sagen, was man will, jetzt Yooka-Laylee hat jetzt nicht daran gekrankt, dass die Charaktere nicht irgendwie kreativ waren. Im Gegenteil, ich fand die eigentlich sogar ziemlich gut gemacht, die Charaktere, die meisten. Und du kannst Yooka-Laylee natürlich auch mitfahren lassen, wenn Playtonic Games einen neuen Funracer machen würde. Das stelle ich mir schon immer heiß vor und deswegen habe ich das schon gesagt, seit Yooka-Laylee fertig ist und das Statement kam, oh, vielleicht machen wir doch was, aber dann was anderes. Mach doch einen Funracer, Mann. Auch wenn ihr es vielleicht nicht schafft, Mario Kart die Stirn zu bieten, macht's doch trotzdem, ne? Für ein komplettes Genre immer nur einen Titel zu haben, ist halt ein bisschen weak. Oder einen ernstzunehmenden Konkurrenten. Ja, inzwischen haben sich halt die Meinungen geändert, weil 2019 kommt ja, möchte man sagen, einiges raus. Also wir haben Team Sonic Racing, was jetzt auf keinen Fall schlecht gemacht wird. Sondern eigentlich beklatscht wird ein bisschen. Aber immer noch klar hinter Mario Kart. Und auch Crash Team Racing, Nitro Fueled. Wird, denke ich mal, gut ankommen. Also ich habe es nie gespielt, aber immer sehr Gutes gehört. Und das jetzt remastered hat auch einen Abenteuermodus, ähnlich wie Diddy Kong Racing, by the way. Also das spielen wir ja. Das nächste Let's Play, was startet. 21. Juni kommt's raus. Crash Team Racing. Ja, und dann haben es auf einmal zwei wieder gewagt in einem Jahr. Und wir wollen nicht vergessen, neues Mario Kart ist auch on the way. Ich rede dabei von Mario Kart Tour fürs Handy. Mobile, iOS, Android. Da hat Nintendo ja so ein paar Testmuster rausgeschickt. Mit der dringenden Bitte, nichts zu veröffentlichen. Internet war voll mit Material davon. Wenn man danach gesucht hat, hat man was gefunden. Nicht spektakulär. Falls irgendjemand noch nichts davon gesehen hat oder nichts weiß, Mario Kart Tour fürs Handy. Ja, sieht ganz okay aus, aber ist jetzt echt nichts Besonderes. Das ist halt eine Light-Version von Mario Kart 8, kann man sagen. So wirkt das für mich.
Und trotzdem dann schon 3 fette Funracer. Also angenommen, Playtonic Games hätte sich hingesetzt und einen Funracer gemacht. Haben wir jetzt doch die totale Flut. Mir soll es recht sein, ich mag das Genre, ne? Aber wir kriegen sogar noch einen dritten Ding hin. Was war denn sowas? Guck mal, so ein drittes Mal. Das Rennen war aber auch heute. Das war jetzt richtig easy peasy. Ja, kein Wunder bei der ultimativen Lebensform. Fein, fein, fein. Eggman auf dem 11. Platz. Ich habe gar nicht gemerkt, dass der mitfährt. Er ist jetzt in einem anderen Team. Das war besser, als ich erwartet hatte. Das war besser, als ich erwartet hatte. Ich bin Shadow the Hedgehog und auf einmal ein hochnäsiger Adelsmann. Muss man nicht verstehen, oder? So, jetzt machen wir die 100er-Grenze auf und sehen dahinter einfach mal so Gottverdammte. Zielscheiben. Ich weiß nicht, ich will keinen Grand Prix mehr. Wehe, das danach ist ein Grand Prix. Zielscheiben. Ja, Handling ist da wichtig. Dann Rouge nochmal. Übrigens, sorry, die Leute, die nochmal Vector sehen wollen. Den habe ich ja nur einmal gebracht, aber auch mit gutem Grund. Der Part wurde entmonetarisiert, ich habe es schon mal erwähnt. Wegen sein Megaturbo, weil der Song kommt von Team Chaotic. Und, ja, schade. Deswegen habe ich ihn nicht mehr auf dem Schirm. Obwohl, ich mag Vector, ich mag auch den Song. Nimm das jetzt auch keinem übel. Aber ist halt so. Mann, ich weiß, ich muss nicht permanent driften, auch bei dem anderen nicht. Tu's aber, driften bringt mehr. Okay, das ist sehr anspruchsvoll hier, muss ich einfach mal sagen. Gott! Naja. Wenigstens 2 davon geholt und das driftend. Ganz wichtig. Das ist Team Sonic Racing sowieso wichtig. As fuck. Links war noch ein grüner. Natürlich. Schwer einzuschätzen, wie das war. Könnte grottenschlecht sein oder fast sogar gut. Ja, mehr will ich nicht. Also kurz grenzwertig. Aber ausreichend. Ah ja, der First Try. Und das letzte ist kein Grand Prix. Es gibt einfach kein Grand Prix im 7. Kapitel. Verrückt. Dann machen wir das jetzt noch, oder? Ja, ja, ja. 15 Eggpawns zerstören. Naja, das ist auch nur die. Die Sonder. Anforderung. Was für die Eggpawns am wichtigsten? Robust auftreten, ne? Weil du kannst sie auch rammen. Jetzt mal schau. Fahrverhalten und Abwehr. Oder Abwehr am höchsten. Nehmen wir Big. Geht das Rennen los? Ja, geht's. Ist kein Problem. Ich finde seinen deutschen Synchronsprecher klasse. Manche sagen, mehr oder weniger aus Spaß, Froggy, wo bist du? Dass ich auch das Zeug zum Big-Sprecher gehabt hätte. Ist mir keine große Ehre. Aber dem kann ich nichts Wasser reichen. Also alles, was ich kann, kann der auch. Der hört sich echt an wie der originale Big-Sprecher. Auf Deutsch einfach. Als wäre der originale Big-Sprecher ein Deutscher gewesen und er kann für sich Deutsch. So hört er sich an. Kein Problem. Na, ich hoffe mir wirklich, dass der noch ein paar mehr Auftritte hat, Big the Cat. Also selbst wenn es mal wieder ein richtig großes Abenteuer gibt, sagen wir Sonic 2021, ja. Wenn es da wieder ein riesen Abenteuer gibt, dass Big halt auch irgendeine Rolle spielt. Muss keine fantastische Rolle sein, aber irgendeine kleine
So als Gag, so als Easter Egg, weil da stand ja auch schon... Das war überhaupt nichts. In Sonic Adventure halten wir irgendwie beim Endboss bei Chaos 6, stand ja auch einfach mal dabei. Und in Sonic Adventure 2 hast du den auch ab und zu an irgendwelchen Stellen gefunden, wo du nicht erwartet hast. Nicht in der Gamecube-Version, aber auf dem Dreamcast und später auf Steam und Xbox 360, da habt ihr es vielleicht auch gesehen. In meinem Let's Play oder in meinem Twitch-Livestream, wo ich Sonic Adventure 2 nochmal gezockt hatte. Und das fand ich ziemlich cool. Das war's mit Hack-Horror Nummer 10 aus. Darf ich mal vorbei? Wollt den Stacheligen halt auf jeden Fall. Fahr doch nicht so schnell. Ich hieb mich kurz vorbei. Das ist wichtig, dass du nach dem Rammen halt nicht abbremst. Das war mir halt important. Jetzt sind hier irgendwie kaum welche, die einem böse aufstoßen. Also ich kann die rammen. Diese Gestachelten sind mir echt ein Dorn im Auge, weil sie haben halt doch Dornen. Den da vorne habe ich jetzt leider nicht getroffen. Hauptsache ich gewinne Zeit. Dadurch, dass ich welche ramme. Ah, nicht die, nicht das Dorn im Auge. Ich schieße sie vielleicht auch ein bisschen zu schnell hintereinander ab, die Raketen. Das muss ich mal sagen. Eventuell so eine kleine... So ein Verbesserungsvorschlag an mich selbst. Punkte, das könnte schon ein gewisser, ich will nicht sagen Meilenstein sein, aber das könnte schon reichen für irgendeine Medaille, so ein Checkpoint für eine Medaille halt. Jetzt ist vorbei. Wie gut waren wir? Ich lasse mal langsam ausrollen, wie eben gerade. Das war sehr spannend. Weil ich überhaupt nicht abschätzen kann, in welcher Kategorie ich mich befinde. Mehr will ich nicht. Aber ich krieg mehr. Oh, toll, fast Platin. Es ist halt einfach der Punkt, du musst einfach im Rennen bleiben und die Sache passt. Ja, und dafür sammelt man 100 Medaillen. Sterne, damit man noch mehr Sterne sammeln kann. Ja, es gibt 100% Leute, die wollen hier alles rausholen. Euch viel Spaß dabei. Jetzt haben wir wirklich den Rest aufgeräumt und wir haben nur noch ein Rennen vor uns. Im nächsten Part gibt's das und mal gucken, wie das weiter und zu Ende geht. Ja, okay, dann freue ich mich sehr drauf. Schaltet ein, nicht verpassen, Like da lassen und... Bis dann und ciao.